Moinsen, Freunde der Sonne, heute mal wieder ein neues Video für euch und aus gegebenen Anlass, da mir ein, zwei Menschen ein, zwei Fragen gestellt haben die letzten Tage, habe ich mir dazu mal Gedanken gemacht. Und zwar wurde ich gefragt, sag mal Dizzy, was würdest du heute in 2024 anders machen als 2019, als du mit Simracing angefangen hast? Und ich habe mir jetzt mal zwei, drei Tage wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich denn was anderes gemacht hätte. Weil ich bin ja aktuell wirklich sehr glücklich und fahre sehr gerne. Aber da gibt es so ein, zwei Dinge, die ich anders gemacht hätte. Und der erste, und da habe ich mir eine Notiz gemacht zu, nicht zu versuchen, alles alleine zu lernen. Was meine ich jetzt damit? Als ich angefangen habe mit Simracing, habe ich wirklich alles versucht, selber zu machen. Und das war wirklich eine absolute Katastrophe. Das war vom Frustlevel her hier und vom Lernlevel hier. Und das war einfach nicht schön. Was meine ich jetzt explizit damit? Ich habe als Beispiel ACC angefangen, habe mir den Nissan genommen, weil ich unbedingt ein asiatisches Auto fahren wollte. Habe es mir damit schon schwerer gemacht, weil die Kiste einfach nicht leicht ist zu lernen am Anfang. Habe mir gesagt, gut, ich gehe jetzt alle Strecken irgendwie mal durch und fange die an, alleine zu lernen. Habe mir Zolder rausgenommen und bin 4 Stunden Zolder gefahren. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe mit Simracing nichts am Hut gehabt, wie gut das lief. So ungefähr gar nicht. So überhaupt nicht. Und mein Chat hat mir immer versucht, Tipps zu geben, aber ich war dafür irgendwie nicht so wirklich empfänglich. Und dann ging mir das wieder auf den Sack und dann habe ich mir die nächste Strecke genommen und die nächste und die nächste und die nächste. Und das war so ein Prozess, der ging 3, 4, 5 Monate, bis ich dann so grundlegend erstmal alles verstanden habe. Dann hatte ich mein erstes Alu-Rig, habe alles versucht, alleine zu lernen, wie das Lenkrad sein muss, wie die Sitze sein müssen, wie die Pedale sein sollen und den ganzen Kladderadatsch. Und ich sag's euch, spart euch das. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, durch ganz viele Content-Creator uns Videos anzugucken, wie man richtig sitzt, wie man seine Pedale einstellt, wie man sein Lenkrad einstellt, wie man Strecken lernt, das Autoverständnis, Track-Guides und so weiter und so fort. Schaut euch das bei eurem Lieblings-Content-Creator an und lernt von dem. Weil der hat schon seine Stunden da drin absolviert und der weiß dann auch, worauf es ankommt, um das so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Würde ich euch ans Herz legen, das nicht zu tun. Des Weiteren die FOV-Police. FOV ist wirklich so ein Ding, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und da geht man auch so richtig in den Krieg. Was ich euch da am Anfang sagen möchte ist, stellt das so ein, wie ihr das für richtig befindet. Ich habe beispielsweise an einem Bildschirm angefangen und hatte irgendwie einen ACC, einen FOV von 25 oder so. Und das fühlte sich so unendlich komisch an. Es sah auch einfach komisch aus und ich konnte nicht viel sehen. Und es war einfach nur zum Kotzen. Was habe ich also getan? Ich habe das Ding hochgedreht auf, ich glaube, 36. Habe ein bisschen mehr vom Auto gesehen. Habe mich ein bisschen höher gesetzt, bin dann SUV gefahren. Und das hat mir am Anfang für das Grundverständnis erstmal geholfen, so zu fahren, wie ich das aktuell gut finde. Jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Im Laufe der Zeit, in dem Prozess, in dem du das lernst, wirst du so viele Dinge noch 350.000 Mal umstellen, weil dir gerade danach ist und du das Gefühl hast, das stimmt nicht. Mitunter auch dem FOV. Warum wirst du das denn verstellen? Du wirst dich irgendwann wundern, warum das Geschwindigkeitsgefühl so komisch ist. Manche Menschen, die anfangen, kommen irgendwie von Need for Speed oder Forza Horizon, vielleicht auch Forza Motorsport. Da ist der FOV einfach ein bisschen auf Schnelligkeit ausgelegt. Aber je mehr ihr euch mit Simracing auseinandersetzt, und je mehr ihr in euer eigenes Auto steigt, falls ihr eins habt und schon mal Auto gefahren seid, werdet ihr feststellen, dass das gar nicht so ist. Das heißt, falls du irgendwann mal auf der Autobahn 130, 140 fährst, wirst du feststellen, dass das gar nicht an dir einfach so vorbeifliegt, als wenn du in einer Rakete sitzt. Und den Prozess würde ich dir empfehlen, durchzugehen, weil du dann ein viel besseres Verständnis dafür bekommst, wie groß und wie breit alles ist. Sprich, du wirst rausfinden, wann neben dir ein Auto ist und kannst das viel besser einschätzen. Du wirst irgendwann ein besseres Gefühl für Geschwindigkeit auf Geraden kriegen. Und diesen Prozess würde ich an deiner Stelle durchlaufen. Wenn du beginnst, stell es erstmal so ein, grob, wie es sein soll und weich davon einfach ab. Ein bisschen für dich, damit du reinkommst und dann lass es einfach wirken auf dich und der Rest kommt später. Wenn wir schon beim FOV sind, ich würde euch auch sehr anraten, euch am Anfang so ein bisschen auch mit dem Auto auseinanderzusetzen, weil es die ganze Sache ein bisschen einfacher macht. Weil Simracing sieht meistens so aus, ich fahre raus,
will durch eine Kurve fahren, gebe Gas und mein Auto rutscht weg. Prozess von vorne, erste Kurve verstanden, zweite Kurve passiert genauso dasselbe. Und an dieser Stelle würde ich euch beispielsweise den guten Nils Naujux ans Herz legen. Schöne Grüße gehen raus, Nils. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast nämlich mein Leben bereichert mit dem Wissen, was du hast, um mich persönlich einfach auf ein anderes Level zu bewegen und von dir gelernt zu haben, ist eine Wonne. Und Nils beispielsweise erklärt dir so grundlegende Sachen, was das Auto macht. Sprich, wenn du wann, wo bremst, was das Auto dann tut oder was passiert, wenn die Traktionskontrolle regelt, wie sie nicht regeln soll, wie du in Kurven reinfahren solltest. Und im Laufe der Zeit wirst du feststellen, dass viele Dinge sehr ähnlich sind. Kurven sind sehr ähnlich, Anbremsverfahren sind sehr ähnlich, Traktionskontrolle etc. pp. Verhält sich auch sehr ähnlich auf unterschiedlichen Strecken und die Autos sind auch sehr ähnlich. Und dieses Grundverständnis wird dazu führen, dass du im Laufe der Zeit weniger Probleme mehr hast, beispielsweise in einem Rennen dein Programm runterzuspulen, weil du viel besser einschätzen kannst, wo die Limits des Autos sind. Das heißt, dann wirst du nicht eine sinnlose Dive in Monster zünden, weil du dir dann sagst, warte mal, ich kann noch 10 Meter nach dem 150-Meter-Schild, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Das geht doch gar nicht. Wie soll das Auto zum Stehen kommen? Und an dieser Stelle würde ich euch wirklich raten, euch damit auseinanderzusetzen, wie so ein Rennauto funktioniert. Des Weiteren würde ich euch auch am Anfang raten, nicht das Force Feedback und die Bremse auf geistesgestörte Zahlen zu drehen, wie ich. Denn meine Wenigkeit, um kurz auszuholen, ist diesen Prozess jetzt in über 6000 Stunden durchlaufen, weil ich immer gedacht habe, Rennfahren muss anstrengend sein. Rennfahren ist auch anstrengend, im realen Leben kommen aber die Fliehkräfte mit dazu, demnach ist es viel anstrengender. Wenn du jetzt zu Hause in deinem Simrig sitzt und du hast eine 25 Newtonmeter Wheelbase und du fährst mit 15, 16 Newtonmeter, also wenn du nicht ungefähr solche dicke Sehnen hast und Oberarme wie Arnold Schwarzenegger, sieht es irgendwann für deinen Körper beispielsweise nicht mehr so geil aus. Ich, für meinen Teil, habe mir meine Schulter komplett gesprengt. Ich habe mir diese Sehne entzündet und ich habe mir diese Sehne entzündet. Ich habe hier unten drunter eine Zyste. Ich habe ständig über ein Jahr lang hier oben drinne einen Schleimbeutel gehabt, der entzündet ist und mittlerweile Kalk in den Gelenken. Aber das liegt einfach daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. Und das würde ich dir gerne ersparen. Also taste dich doch einfach mal langsam an diese Thematik ran. Übertreib's nicht. Auch im realen Auto musst du kein Bodybuilder sein, um durch eine Kurve zu fahren. Und das passiert auch alles entspannt. Wenn ihr euch mal Rennen anguckt und dort die Cockpit-Perspektiven beobachtet, sind die schon entspannt. Die schwitzen natürlich, weil die Wärme im Auto logischerweise vorhanden ist und die G-Kräfte da sind, aber die kurbeln da dran nicht, als wenn die gerade 20 Kilo Eisen durch das Fitnessstudio werfen. Also entspann dich da ein bisschen, geh ruhiger an die ganze Sache ran und manchmal ist weniger mehr, auch wenn dieser Spruch völlig bescheuert ist und mir richtig auf den Sack geht, aber manchmal ist weniger wirklich mehr. Und kleine Anekdote zu der Bremse. Ja, 200 Kilo Lotzell heißt, das Ding kann theoretisch 200 Kilo verkraften. Das heißt aber nicht, dass du damit 180 Kilo reinschmettern musst. Habe ich jetzt getan. Positiver Nebeneffekt. Für mich persönlich habe ich sehr schöne Beine mittlerweile bekommen, aber auf Dauer ist das auch nicht geil für die Gelenke, auch nicht geil für die Knochen, auch nicht geil für die Sehnen. Und ihr fahrt ja irgendwann wahrscheinlich der ein oder andere Endo-Rennen und dann kommt es mal zu so einem Fall. Schönen Grüße gehen raus an Michel, der um 3 Uhr in der Nacht wiederkommt und dir sagt, Mensch, du, ich gehe mir mal noch einen Kaffee machen und dann gehe ich noch mal duschen und dann baue ich noch mal ein Haus und du sitzt 4 Stunden im Auto und du marschierst einfach wie ein Großer ständig in die Bremse rein. Das kann schon irgendwann ein bisschen ziehen. Ich hatte das dann irgendwann auch schon in der Hüfte und in der Oberschenkel und so weiter und so fort. Also Leidensgeschichte ist groß, ist aber alles nicht chronisch, ist alles wieder weg. Und da würde ich euch auch empfehlen, das an eure Gegebenheiten anzupassen. Wenn du jetzt 7 Tage die Woche Sport machst, du bist Fahrradfahrer, also du fährst Fahrrad oder Mountainbike oder sonst irgendwas, du hast schon wirklich ausgeprägte Beine, dann mag das wahrscheinlich funktionieren, dass du da auch 80 Kilo reintreten kannst, 100, 120 und das nicht schlimm ist. Wenn du jetzt aber normal gebaut bist und du rennst nicht jeden Tag ins Fitnessstudio, fährst Fahrrad, Mountainbike etc. pp., das Ganze, was in deine Beine reingeht, übertreib's nicht. Ey, 30 Kilo sind auch vollkommen in Ordnung und wenn Content Creator wie meine Wenigkeit da ständig reinperren wie so eine Warnis, dann musst du das nicht nachmachen und würde ich dir auch abraten davon, das nachzumachen und das auf deine eigenen Gegebenheiten einzustellen. Denn das ist das Schöne am Simracing. Du musst dir das Auto bzw. dein Rig nicht zwingend teilen mit irgendjemand anderem, wie im realen Leben mit dem Auto. Deswegen mach das auf deine Bedürfnisse und mach's mir bitte nicht nach. Danke.
Jetzt noch eine Kleinigkeit, die mir in den letzten Wochen aufgefallen ist und die rosarote Brille runtergenommen hat. Oder sagen wir mal, die schwarze Brille runtergenommen hat, weil rosarot ist ja immer was Positives. Ich habe die letzten Jahre bin ich wirklich nur ausschließlich GT3s gefahren. Und das über 6000 Stunden. Ich habe nichts anderes bewegt, außer GT3-Fahrzeuge. Das war alles schön. Das hat alles Spaß gemacht. Aber aus Spaß wird irgendwann ernst, weil wir wollen alle irgendwann besser werden. Wir wollen irgendwie noch weiter nach vorne. Wir möchten bei den Großen mitfahren und so weiter und so fort. So war es bei mir zumindest. Und das hat zu gewissen Teilen ein bisschen Frust mit reingebracht. Nicht so viel Frust, dass ich nicht mehr fahren wollte, aber so sehr Frust, dass mich das wirklich einfach alles manchmal angekotzt hat. Mich andere Menschen angekotzt haben und ich auch einfach auf der Rennstrecke maximaler Tilter war. Und manchmal, auch hier an der Stelle, ist weniger mehr. Ich habe mir jetzt die letzten Wochen mal ein paar andere Sachen angeguckt. Ich bin mal Clio gefahren, ich bin mal Toyota gefahren, ich bin mal GT4s gefahren, ich bin mal GTPs gefahren, ich bin mal Formula-Fahrzeuge gefahren und war überall mal drin, um einfach mal zu schauen, wie die anderen Fahrzeuge so sind. Und du wirst nicht glauben, auch die sind witzig. Und auch einen Toyota oder einen Clio, die jetzt wirklich echt nicht schnell sind, machen wirklich Bock, Rennen zu fahren und auf der Strecke zu bewegen. Und an dieser Stelle ist mir halt ein Licht aufgegangen, zu sagen, Mensch, sei doch mal offen für andere Sachen. Und das Geile an der ganzen Sache ist, wir haben mittlerweile so viele Sims und können so viel Zeug machen, dass es mittlerweile sogar ein AC möglich ist, mit einem Klavier über die Nordschleife zu fahren. Und auch das macht komischerweise Spaß. Und Spaß ist hier das Stichwort. Vergesst doch einfach den Spaß nicht beim Simracen. Und der geht irgendwie ein bisschen flöten, weil wir bewegen uns natürlich auch in einem sehr kompetitiven Hobby. Und wir möchten uns immer mit anderen vergleichen. Und wir wollen immer so schnell sein. Und wir möchten gerne in Split 1 mitfahren. Und dann wollen wir ganz schnell fahren in Split 1. Am besten dieselbe Zeit wie ein Pro. Und das führt auch oft dazu, dass man so ein bisschen verbittert und manchmal gar keinen Bock hat, Rennen zu fahren. Und das Schöne daran ist, wenn man Spaß hat, kommt das von ganz alleine. Die Rundenzeiten kommen von ganz alleine, wenn man nicht alles so ernst nimmt, weil an der Rennstrecke steht nicht der nächste Scout von Porsche und wird dich abholen, gerade weil du deine maximale Performance in einem GT3-Rennen gegeben hast. Das wird nicht passieren. Dafür musst du kontinuierlich deine Leistung bringen. Und mit Spaß bei der Sache kommen die Leistungen viel, viel besser. Zumindest war es bei mir so, als ich aufgehört habe zu sagen, ich muss unbedingt in iRacing jetzt dieses und jenes iRating haben, hat das für mich irgendwann aufgehört, Spaß zu machen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ey, das ist einfach nur eine dumme Zahl. Ja, die Zahl ist da und schön, wenn wir davon viel haben. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch einfach geil, wenn man fährt und man fährt einfach ein Rennen gegen andere und genießt die Momente. Und an dieser Stelle ist mein Appell an euch, habt doch einfach Spaß, Mann. Genießt das Hobby einfach. Es ist und bleibt einfach ein sehr, sehr schönes Hobby. Und du und ich werden uns definitiv auf der Strecke treffen und mal richtig schön Tür an Tür durch irgendwelche Strecken fahren und uns vielleicht von der Strecke schieben. Weil du und ich einfach zu doof sind manchmal. Und damit würde ich das Video gerne abschließen und mich bedanken bei euch, dass ihr zwischendurch wirklich solche Fragen stellt. Denn die animieren mich dazu, ja, mich mit Paul zu unterhalten und rauszufinden, was wir für euch machen können, was euch hilft. Und jetzt lass mich doch gerne mal wissen, ob du diese Punkte auch im Laufe deiner Karriere irgendwann festgestellt hast, dass die bei dir ähnlich abgelaufen sind oder sogar vielleicht andere Punkte, die ich gar nicht aufgezählt habe, die mir gar nicht bewusst sind. Und dann lässt du mir noch ein Däumchen da, hoch oder runter, je nachdem, ob dir das Video gefallen hat oder nicht. Beides völlig fein. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du übrigens den Kanal abonnierst. Am Ende des Jahres wollen wir nämlich 20.000 voll haben und das wäre wirklich cool, wenn wir das schaffen, denn die Reise hierhin bis hierher war schon ziemlich cool. Und dann sehen wir uns vielleicht noch im Livestream. Der findet nämlich immer von Mittwoch bis Sonntag statt, von 14 Uhr bis Open End. Also, lass es dir gut gehen, hab einen wunderschönen Tag, bis denn, Dansen!